Hallöchen und willkommen zur 15. Folge von Minecraft Let's Play. So, genau, beim letzten Mal hatte ich ja gesagt, wir hatten das hier fertig gebaut. Wir haben uns eine zweite Kiste gecraftet, einfach weil uns der Platz so langsam ausging. Und ja, ich hatte mir jetzt überlegt, dass wir ein bisschen auf Erkundung gehen. Einfach mal gucken, wohin uns unsere Füße tragen. Und vielleicht die Karte ein klein wenig vervollständigen. Ich meine, seht euch mal dieses armselige Stückchen an. Es ist ja nicht besonders einladend und ich würde sagen, ich gucke erstmal, wie groß ich die Map eingestellt habe und werde da an die Seite gehen. Ist auch nicht so weit weg. So. Geben wir uns für später auf. Genau, und dann wollen wir mal gucken, ob ich über den Weltrand hinaus kann, was ich glaube, dass das funktioniert, weil ich dahinter noch mehr Welt sehe. Aber nur Versuch macht klug. Und deswegen probieren wir das Ganze jetzt einfach mal aus und wir haben ein Ei gesammelt. So, tatsächlich sind wir jetzt über den Weltrand hinaus. Das heißt, auf jeden Fall haben wir eine 9x9 Karte. Das ist schon mal ganz wunderbar. Für eine Trophäe werdet ihr das auch brauchen. Da müsst ihr dann 8 Karten anfertigen, solange euch keine verloren geht. Dann jede Karte erkunden, also immer an den Rand der Welt gehen. Am besten klatscht ihr diese Karte dann als mittlere Karte hin. Und dann würde ich sagen, macht ihr das so wie ich, geht ihr erstmal in eine Richtung, zum Beispiel nach oben, erkundet dort die Welt, dann könnt ihr oben an den beiden Seiten rechts und links jeweils die Kartenteile erkunden. Aber das seht ihr dann ja noch genauer, wenn ich das dann wirklich machen sollte. Ja, und sobald ihr das dann auf der anderen Seite auch noch gemacht habt, beziehungsweise an allen vier Seiten, dann die dann an der Wand hängt, so in einem Feld von 3x3, 3x3 ist das, das sind 9 Felder. Habe ich vorhin 9x9 gesagt? Mein Gott, das wäre ein riesiges Ding. Oh, was ist das denn? Ein Brunnen. Wie süß. Am Wasser. Sehr intelligent gelöst. Also am Wasser, da braucht man noch unbedingt einen Brunnen. Sonst kommt man ja gar nicht an Wasser ran. Das geht ja gar nicht. Wenn man im Wasser lebt, da braucht man unbedingt einen Brunnen, um am Wasser zu kommen. So. Wie gesagt, diese Folge wird so eine kleine Reise. Vielleicht hätten wir das Bett mitnehmen sollen. Aber ist ja jetzt egal. Jetzt sind wir schon unterwegs. Vielleicht hätten wir auch ein bisschen was zum Mümmeln mitnehmen sollen. Aber wir müssen ja keine riesige Weltreise machen. Es reicht ja schon so ein kleiner Ausschnitt, damit die ganze Karte nicht mehr so leer wirkt. Ja, wirst du wohl. Ich würde sagen, das reicht auch erstmal an Laufen. Würde ich jetzt sagen, gehen wir hier direkt runter. Versuchen uns dann da irgendwie die Karte komplett zu erschließen. So. Schwimmen wir mal zu der kleinen Insel da vorne. Ja,
Wie gesagt, in der letzten Folge hatte ich auch darüber gesprochen, wie wäre es mit Let's Play Together. Ich weiß, ich habe euch eine Woche Vorsprung gegeben, aber ich bin halt nun mal halt sehr ungeduldig. Ist eine der doofen Eigenschaften meinerseits. Vielleicht ist sie auch gut, ich weiß ja nicht, ob euch das zugute kommt. Aber ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, welches Spiel wir spielen werden. Von daher bleibt euch immer noch die Wahl. Ihr braucht nur zu schreiben, was ihr gerne spielen wollt. Ich lese wirklich jeden Kommentar. Auch gerne per Twitter. Einfach den Iron Nerd suchen. Das Bild ist dasselbe wie auf meinem YouTube-Channel. Falls ihr mich nicht direkt finden solltet. Auch nicht so schlimm. Wenn ihr Twitter habt, könnt ihr mir auch gerne euren Twitter-Account gerne in die Kommentare schicken. Ich werde da mal gucken, ob ich euch da nicht vielleicht sogar finde. Sodass wir dann auch vielleicht mal so ein bisschen über Twitter quatschen können. Ein bisschen schnacken. Weil eure Gedanken sind mir genauso wichtig wie für euch wahrscheinlich. Die Menge an unnötigen Informationen, die ich euch hier biete. Und diese Low-Budget-Unterhaltung. All das ist wirklich hier Low-Budget vom Feinsten. Das ist schon kein B-Movie mehr, das ist jetzt schon eine C-Serie oder Z. So, da war ein Frosch im Hals. Oh, guck mal, da ist das Pilzbiom. Dort könnte man sich auch vielleicht mal irgendwann ein Häuschen anlegen. Aber jetzt im Moment ist es noch in weiter Ferne. Ich will jetzt ja auch nicht die komplette Folge mit dem Kreisrennen verbringen. Das hatte ich schon in der ersten Folge zu Genüge. Wie gesagt, ich will nur die Karte so ein bisschen weiter aufdecken. Weil es ist doch nervig, wenn es dann nicht so schön aussieht. Nur so ein paar Flecken auf einem sonst weißen Bild. Könnte man als Kunst definieren, aber sind wir ehrlich? Wer von euch sieht einen schwarzen Punkt auf einem weißen Bild, auf einer weißen Fläche als Kunst an? Ich meine, wenn das wirklich die Definition von Kunst ist, dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Dann sollte ich vielleicht auch unter die Künstler gehen. Schnabulieren. Ja. Nee, wie gesagt, ihr könnt mir gerne schreiben. Ihr dürft mir gerne irgendwie Sachen da lassen, die ich mir angucken soll. Wenn ihr sagt, ihr habt einen tollen Kanal auf YouTube. Ich habe auch ein bisschen Freizeit noch so zwischen den Let's Plays und sonstigen Sachen. Mein Termin etc. pp. Da kann ich ruhig mal euch vorbeigucken. Vielleicht findet sich ja das ein oder andere tolle Video. Und nicht böse sein, falls ich dann nicht jedes Video schaffen sollte zu gucken. Da man zeitlich ja auch nicht immer voll da sein kann, beziehungsweise richtig schön aktiv. Und ich ja auch noch ein paar Sachen habe, die ich ganz gerne so selber gucken möchte. Beziehungsweise, ich gucke auch gerne Serien und demnächst läuft auch wieder eine meiner Serien an, die ich ganz gerne dann verfolgen möchte. Und. Da wird es dann auch schon wieder zeitlich ein wenig enger. Muss ich den Zeitgürtel ein bisschen enger schnallen. Au. Aber
Wie gesagt, ich werde mir größte Mühe geben, das irgendwie alles unter einen Hut zu kriegen. Damit hätten wir das dann auch schon mal geschafft. Zumindest haben wir uns jetzt eine große Ecke angeguckt. Ja, schieß mich mal ab. Das habe ich verdient. Ich mache Werbung für meinen eigenen Kanal. Wie kann ich nur? Würde ich sagen, als nächstes wäre dann eine Treppe fällig, um aufs Dach zu kommen. Damit wir dann auch vielleicht mal eine zweite Etage oder so bauen können. Weil sieht doch schon ein bisschen klobig aus, wenn wir dann nur so eine Erdgeschosswohnung haben. Wir können es uns ja leisten, wir können auch ein bisschen höher. Sag mal. Ihr habt doch einen Kanapp. Also echt, manche Leute, die haben keinen Respekt vor dem anderen Tu. Jetzt habe ich mich verhaspelt, Entschuldigung. Es gibt echt Leute, die haben keinen Respekt vor dem Eigentum anderer Leute. So sollte das eigentlich klingen. Herrgott. Aber nur wieder Müll. Es tut mir leid. Bitte erzählt euren Eltern nichts davon, was ich hier veranstalte. Und falls ihr schon ein bisschen älter seid und nicht mehr bei euren Eltern seid, sagt ihnen trotzdem nichts davon. Sonst stehen sie hier noch alle bei mir vor der Matte und wollen ein ernsthaftes Wörtchen mit mir reden. Und das muss ja nicht sein. Ja, jetzt ist die Frage, was wollen wir? Wollen wir eine Holztreppe oder wollen wir lieber eine Steintreppe? Weil noch steht uns das offen. Ich persönlich würde gerne eine Holztreppe nehmen. So als kontrovers bzw. als Gegenpol zu den ganzen Steinen und als Wand wollte ich gerne so inarchitektonisch gerne bei Holz bleiben. Wir können ja einfach mal gucken, wie das dann ausschaut. Sollte das doof ausschauen, können wir es ja ganz schnell wieder abhauzen. Aber was bist du denn für ein doofes Ding? Und können dann das ja anderweitig wieder verwenden. Also ich finde die Idee nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich auch so. Bedeutet, wir brauchen jetzt erstmal Holz. Ganz hier Holz. Holz, 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 Holz. Sicher mein Holz, sicher mein Holz. So, jetzt haben wir ein paar Stufen gemacht. Ich glaube, das sind auch viel zu viele. Jetzt ist die Frage, wie machen wir den Aufgang? Wollen wir so einen extravaganten Aufgang haben? Wollen wir den überhaupt hier drinnen haben oder wollen wir den drüben haben? Ich glaube, drüben, hier drüben wäre das, glaube ich, besser. Bin mir allerdings nicht ganz sicher. Oder wir bauen erstmal noch weiter aus, und zwar nach hinten, wie schon geplant. Dass wir dann von hier aus noch so einen Raum ranbauen, der dann komplett hier rüber geht. Zack, und sich dann dort irgendwie anschließt, dass
Das wird doch wahrscheinlich voll geil aussehen. Ich bin mir dann noch ziemlich unschlüssig. Ihr könnt mir das dann ja gerne schreiben, wie ihr das gerne hättet. Wie gesagt, das ist das Tolle an Minecraft. Man kann einfach abbauen. Beziehungsweise man kann es wieder abbauen. Nicht abbauen. Abbauen tut hier keiner. Zumindest nicht, wenn ihr das schon bis hierhin geguckt habt, dann bezweifle ich wohl, dass ihr dann einfach so abspringen werdet. Oder ich hoffe es besser gesagt. Das wäre dann auch echt schade. So tolle Zuschauer zu verlieren. Aufgrund eines kleinen Missverständnisses. Kein Huhn raus. Ich habe das so selten, dass aus den Eiern Hühner schlüpfen. Deswegen fütter ich die immer. So. Dann machen wir uns jetzt mal eben noch ein paar Schaufelchen. Ich weiß, Holz ist jetzt nicht gerade das beste Material. Aber ich habe auch keinen Stein mehr, glaube ich. Haben wir noch Stein? Ich weiß es nicht. Ja. Ich werde jetzt noch eben die Fläche hier zu Ende machen. Das braucht ihr ja nicht unbedingt sehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.